Hallo, willkommen bei musikmachen.de. Mein Name ist Jörg Hamers und ich teste heute den Rockbass Corvette Double Buck. Der Rockbass Corvette Double Buck ist unverkennbar aus der Warwick-Familie und wird in China produziert. Wir haben es hier mit einem tadellos verarbeiteten Instrument zu tun. Wir haben einen dreistreifigen Ahornhals, getrennt durch zwei dünne Streifen, eine gekapselte Mechanik, einen zweiteiligen Esche-Korpus und ein Ebenholz-Griffbrett mit 24 Jumbo-Frets. Wir haben zwei Humbucker-Pickups aus dem Hause MEC. Das Ganze ist passiv, sowie auch die Elektronik. Zweimal ein Volume-Poti und einmal eine Tonblende. Zu dem Volume-Poti ist zu sagen, dass man durch das Herausziehen das Ganze parallel schaltet. Drückt man es rein, hat man die Pickups auf seriell stehen. Das gilt für beide Humbucker-Modelle. Ansonsten kann man noch erwähnen, der Sattel ist in der Höhe verstellbar. Man kann eigentlich alles wunderbar einstellen. Wie schon gesagt, super verarbeitet. Und wir hören uns jetzt mal an, wie das Ganze klingt. Zunächst werde ich den Hals-Pickup spielen. Die Tonblende ist in Mittelstellung und wir haben eine serielle Schaltung des Pickups. Werde ich durch Ziehen des Potis eine Parallelschaltung des Pickups herbeifügen. Herbeizaubern könnte man auch sagen. Als nächstes hören wir den Steg-Pickup, auch in Seriellstellung. Die Tonblende ist in Mittelstellung. Auch hier das gleiche Spiel, wir ziehen den Poti raus und haben nun eine Parallelschaltung des Pickups. Als nächstes Soundbeispiel werde ich beide Pickups zusammenspielen und beide in der Seriellstellung.
Der Rockbase Corvette Double Bug ist ein, wie schon erwähnt, feinst verarbeitetes Instrument. Es stimmt alles, man kann einstellen in allen Varianten, wie man das gerne hätte. Ich kann noch einmal die Rückseite zeigen. Einen wunderschönen Hals mit zwei Trennstreifen getrennt, und das Ganze geschraubt. Zweiteiliger Esche-Korpus. Man kann das Fach ohne irgendwelche Tools öffnen, was auch wunderbar ist. Ja, und klanglich gestaltet sich das Ganze auch in allen Variationen. Dadurch, dass man die Pickups seriell und parallel schalten kann, hat man sozusagen alle Möglichkeiten dieser Welt. Und das Ganze für 659 Euro, wirklich ein tolles Instrument. Ich möchte mich verabschieden und sage bis bald auf musikmachen.de. Und zum Schluss spiele ich das Ganze noch einmal mit einer Pickup-Stellung, die parallel ist, beide Pickups zusammen. Tschüss!